Was bietet diese Tabelle aber noch als weiteren Nutzen für dich? Hallo und schön, dass du wieder hier vorbeischaust. Heute wollen wir uns anschauen, wie du mit deiner intelligenten Tabelle bei der Datenerweiterung profitierst. Schauen wir uns das Ganze an. Du möchtest hier einen weiteren Datensatz ergänzen und beginnst unterhalb von dieser Tabelle deine Eingabe. Dann siehst du schon, nach der Enter-Taste kriege ich also automatisch schon wieder in der richtigen Formatierung eine Erweiterung angeboten, die ich dann einfach entsprechend ausfülle. Das heißt also, wenn du hier eine Zeile ergänzt. Und was passiert, wenn du jetzt eine weitere Spalte dazu brauchst, wie hier zum Beispiel den Stundenlohn? Nach dem Drücken der Enter-Taste erhältst du hier wunderbar schon wieder eine Spalte genau in der Formatierung und kannst jetzt hier auch, das ist der nächste große Vorteil, eine Formel eingeben. Und da schauen wir uns mal an, was da passiert. Wir wollen es also hier eingeben, dass unterschiedliche Dienstzeiten unterschiedliche Löhne erzeugen. Das mache ich am einfachsten mit einer verschachtelten Wenn-Funktion. Hierzu habe ich dir im Übrigen auch mal ein Tutorial schon bereitgestellt. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Dann geht also hier los. Wenn die in der Spätschicht sind, sollen die 20 Euro erhalten. Und wenn die in der Frühschicht arbeiten, dann sollen es 18,50 werden. Und ansonsten in der Nachtschicht, dann kriegen die 27 Euro. Und das Coole ist jetzt, wenn ich das hier mit OK bestätige, siehst du, wird automatisch die ganze Spalte mit dieser Formel ausgefüllt. Und das nennt sich bei den intelligenten Tabellen die sogenannten berechnenden Spalten. Und das ist natürlich eine richtig coole Funktion, wenn du dir vorstellst, du hättest zum Beispiel eine riesig lange Liste mit tausenden von Zeilen. Dann brauchst du also eine Formel nur ein einziges Mal erstellen und du kriegst sie automatisch runterkopiert. Das nächste Tolle ist jetzt hier beim Bearbeiten zum Beispiel, ich möchte hier diese ganze Spalte noch mit Euro formatieren. Das kann ich machen, indem ich das natürlich hier entsprechend mit Steuerung Umschaltpfeil nach unten sauber markiere oder jetzt in der intelligenten Tabelle in die Spaltenüberschrift reinklicke, dann ist automatisch dieser ganze Datenbereich sauber markiert und ich brauche nur noch hier auf dieses Euro-Symbol gehen und dann habe ich diese ganze Spalte sauber als Euro formatiert. Dieses schnelle Markieren funktioniert im Übrigen auch bei Zeilen, da brauchst du bloß, also nicht in den Zeilenkopf, weil dann ist die ganze Zeile markiert, das wäre falsch, sondern du gehst hier in die erste Zelle rein und klickst hier drauf, dann hast du auch diese ganze Zeile sauber markiert. Also ein weiterer Vorteil der intelligenten Tabellen ist, dass du schnell damit Markierungen setzen kannst. Wenn dir dieses Tutorial gefallen hat, hinterlasse einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal. Gerne kannst du auch den Link in deinem Netzwerk teilen. Bis zum nächsten Mal.